Moin Freunde, willkommen zurück zu Monster Hunter Freedom Unite. Der gefrorene Diktator, die Quest beginnt. Ich habe ja gesagt, wir machen den Drachenältesten hier in dem Part. Und wir sind gerade auf dem Weg zu ihm. Das war ein Taumittel. Die gefrorene Tundra deiner Seele abtaut. Machen wir mit. Ach ja, Gift. Oh ja, Gift hätte ich mal die Klinge mitnehmen sollen. Eine Giftwaffe, aber habe ich eine? Ich glaube nicht. Die Giftwaffen sind gegen den Premium. Blitzbomben hätte ich mir auch mitnehmen können. Ich habe das größte Vergehen der Welt begangen. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ich kann doch nicht die Eisgetränke hier vergessen, das gibt's nicht. Ist mir noch nie passiert. Nein! Ich unhold. So. So, wo ist er denn, der Diktator? Mit Queststufe 4 vor dem Tigrex packen die hier den Drachenältesten vor die Nase. Ja, und das ist der Typ halt, den ich für die Rüstung halt abgefarmt habe. Weil der ist halt schon cool, ne? So. Dann komm mal her hier. Bist du ganz oben? Wartest du etwa hier an der Spitze? Oha. Ja, das ist er. Das ist der Kushada Ora, ein Drachenältester. Ich bin ja mal gespannt, was er zu bieten hat. Au, er boxt mich immerhin schon mal weg. Oh nein! Also hierfür war das Taumittel, ne? Jawohl. Wollen wir ihn mal runterholen da? Mega Absturz. Oder ich werde nicht treffen? Oh, das war richtig schlecht. Das war sehr, sehr schlecht. Das war wirklich sehr, sehr schlecht. Ihr seht schon, guck mal, der hat eigene Musik. Und er kann mich mit seinem Wind so komisch umgucken. Ich muss ihn vergiften. Es geht ja nicht, wenn er da oben rumfliegt. Ich würde ja gerne die Blitzbombe nochmal schmeißen, um ihn runterzuholen. Doch nicht jetzt! Komm, Giftmesser. Mann, ey, du scheiß Kackvieh, Alter. Nein. Och, wie ungünstig, Alter. Ich komme hier nicht raus. Ja, toll, jetzt fliegt der. Oh, scheiße. Okay, ist alles Kacke. Oh, ich will nämlich so mal neu starten, ey. Fuck. Oh, war das schlecht, Alter. Ah, jetzt kann man mich nichts gegen den Wind machen. Ja, wir kommen ja nicht an ihn ran jetzt, leider. Ah, Mist.
Scheiße, ich habe ein Messer daneben geschmissen. Ah, jetzt geht's schon nicht mehr, glaube ich. Verdammt, man muss alle fünf, glaube ich, treffen, damit es geht. Ah, alles läuft schief. Fail, Katastrophe. Oh ja, ich kann nichts machen. Ich kann nur warten, weil er puckt mich halt die ganze Zeit um. Aber jetzt? Oh, nein. Ja, ich wusste, es geht nicht. Verdammt. Weil ich ein Messer daneben geschmissen habe. So eine Scheiße. Das ist richtig schlecht. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein äußerst großes Problem. Ja, ich werde nichts machen können gegen den. Er puckt mich jetzt halt die ganze Zeit so um. Na, ihr seht schon, ne? Es wird. Ne, das wird nichts. Leute, das wird nichts. Oh, ey. Alles läuft schief, wenn man es zeigen. Weißt du, wenn man alleine gegen den spielt, ey. Ich habe ihn ja abgefarmt, ne? Das alles. Alles immer gut gelaufen, ne? Das ist, ich habe nichts verkackt. Und jetzt, wenn du es einer in der Aufnahme zeigst, instant. Läuft wieder alles schief. Jetzt spielst du mich wieder. Oh ja, cool, ey, richtig geil. Ja, ganz toll, ja. Super. Das ist ja immer so, wenn du es alleine spielst, ist alles immer super. Und wenn du es dann zeigst, ne? Da geht ja alles komplett schief. Ist aber, springt ja gar nicht, wenn ich die Knöpfe drücke. Ich komme ja gar nicht raus hier. Was ist denn das? Ich kann nichts gegen ihn machen, das ist das Problem. Ich kann ihn nicht angreifen, weil ich ja instant umgepuckt werde. Ich kann nichts mehr tun. Nicht brüllen. Oh nein. Und der schlägt mich wieder weg. Ah, dieser Wind, ne? Wenn ich kann seinen Kopf kaputt machen, dann ist dieser Wind weg, aber ich krieg's halt nicht hin, weil ich kann er nicht angreifen. Guck es an, es geht nicht. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen, das ist so unfair. Dieses Viech ist aber der größte Spacken. Ihr Katze, komm, hau mich. Oh, ey, das ist so behindert, ne? Wenn du es nicht vergiften kannst, ist es mich aber nur ultra scheiße. Und es dauert einfach mal 30 Sekunden, bis du auf so einem scheiß Kackball draußen bist. Oh, meine Güte, ey. Oh, ich habe ihn nicht markiert. Ich bin so, bin richtig schlau. Ein Fail nach dem anderen. Na, ihr seht schon, Leute, ne? Also so läuft das, wenn man aufnimmt. Dann läuft immer, weil durch, ja, weiß ich nicht. Wenn man Sachen zeigen will, dann laufen sie immer schief. Ist ja leider immer so. Der Vorführeffekt halt. Ist doch nicht euer Ernst. Oh, ich komme nicht ran. Ja, ich kann da nicht mehr rangehen, weil sonst werde ich umgepuckt. Das ist so unfair einfach. Komm auf die Fresse, ey. Komm, bleib so liegen. Komm, bleib liegen. Ruf auf den Schädel. Muss wieder immer schön auf den Kopf gehen, wenn es geht halt. Nein! Lass das mal bitte. Kannst du dich umdrehen bitte? Ne, wäre aber schön gewesen. Oh, er ist schon auf den Schwanz gegangen. Na, immerhin werde ich gerade nicht mehr umgepuckt. Also wenn man einmal den Kopf kaputt hat, dann geht's auch eigentlich. Das ist halt nur. Man muss halt nur wirklich den Kopf kaputt machen. Damit man halt nicht die ganze Zeit so umgepuckt wird von dem Wind, weil das ist echt schlimm. Ein böses Kuschala da Ora.
Ah ja, runtergeholt hier. Du Kacklappen, ey. Wenn ich ihn schon einmal unten habe, dann greife ich ihn auch an, egal wo. Ey, hä, was soll das denn? Was soll das denn für Bug? Ich bin da durchgerollt und trotzdem wurde ich getroffen. Ey, alter Katze. Bist du bescheuert? Bist du scheiße? Ah! Ich hätte mich am wenigsten mal hauen können. Oh, ey, 20 Minuten später, da wird immer noch in diesem scheiß Ding drin. Hallo, danke. Meine Güte, ey. Dauert auch 10 Jahre, bis du da rauskommst. Ah, das hat ihm nicht geschmeckt. Oh, wieder getroffen. Ah, jawohl, so möchte ich es sehen. Leide, leide, leide. Ich würde ihm gerne so einen Farbball ins Gesicht schmeißen. So. Umrennen, Attacke des Untergangs. Ja, ich glaube, der Kopf ist aber schon kaputt, weil ich meine, der macht den Wind ja nicht mehr. Auch voll weggeschlagen, ey. Aber jetzt ist die Kamera wieder ultra kacke, weil man an der Wand ist. Ah, nein, ja, nein, er hat den Wind ja wieder. So eine Scheiße. Ist der Kopf auch noch nicht kaputt? Scheinbar nicht. Was war denn das? Ah, ich muss mal wetzen. Naja, flieht eh. Gut, Gott sei Dank. Zeit zum Wetzen. Na, der hält schon ein bisschen mehr aus als die anderen Viecher. Ach, jetzt fängt dieser Kack wieder an, ey. Du bist umgepuckt, dann rotzt er diese Scheiße ins Gesicht. Du kannst nichts dagegen machen. Hier, komm, Katze, rette mich wenigstens. Alter, das ist doch nicht, ey, weißt du, David. Du hässliches Stück Scheiße. Dabei mag ich doch Katzen so. Weil David mag mich nicht. La 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 la. 10 Jahre später. Hallo? Hört das doch mal wieder auf. Komm, David, bitte. Oh, endlich, ey, endlich. Nach 20 Jahren. Vom Eis befreit. Ich will das Viech aber nur tot sehen. Oh Gott sei Dank hat er mich nicht getroffen, ey. Ja, jetzt ist der Kopf, glaube ich, aber am Arsch. Ja, der Kopf ist kaputt. Du kannst deinen Wind, den kannst du vergessen. Hä? Einfach so, ohne irgendwie
Das macht nicht mal Sinn. Aber wie er einfach mich auch immer nur abpralle irgendwo, ne? Jetzt haben wir schon mal das Windproblem gelöst, jetzt müssen wir halt nur noch runterkommen. Da ist halt so ein Luftcamper irgendwie. Nein, abgeprallt! Oh. Also das ist richtig scheiße, dass du jetzt hier... Komm, dass es hier wiggeln überhaupt nichts bringt. Katze, David. Komm her. Hau mich doch. Nicht rumtanzen. Sollst du mich hauen? Was greifst du denn das Monster an? Greif doch mal mich an. Ich bin schon mal frühzeitig zugeschlagen. Einfach um dem Ding einen reinzuwürgen. Komm, verreck doch endlich. Rumbrüllen bringt ja auch nichts. Wobei doch, eigentlich müsstest du den ganzen Tag nur rumschreien, dann könnte ich nämlich nichts mehr machen. Boah, ey, Alter. Wieder so nonstop und ich kann nichts tun. Ja, ich bin tot. Er fickt mich. Oh ne, ich lebe noch. Boah, wie viele Tränke ich gegen den schon brauchte, ey. Wieso ist denn dieser Gott so wieder Anspannung halt, oder irgendwie, weiß ich, vor für Effekt. Ich meine, als ich alleine gegen den gespielt habe, ohne dabei zu reden, sag ich mal, ohne das Let's Play, war das viel einfacher. Weil die Konzentrationslevel ist irgendwie höher. Aber das ist ja immer so, also wenn man, sag ich mal, beim Spielen nebenbei noch redet, dann ist das schon so ein bisschen, es ist anders, als würde man das halt alleine machen. Also jeder, der selber auch Videos macht, der wird wissen, was ich meine. Sag mal, jetzt stirb doch endlich mal. Was ist denn das? Wie fällst du denn aus? Jetzt gibt's doch nicht. Gibt's aber nicht. Ja gut, ist halt ein Drachenältester, ne? Was erwarte ich eigentlich? Und den packen die hier schon in Queststufe 4, sind doch bescheuert. Flügel sind auch beschädigt. Waffenstärke ist gesunken. Ja, nice, runtergeholt. Er ist am Rumschreien, also von daher. Ich denke mal schon, dass ich ihm weh tue. So wie er mir halt, ne? Alter. Oh, ich habe seinen Schwanz abgetrennt. Ich muss die Waffe wetzen.
Nein, ich wollte doch. Oh. Und der fliegt weg. Ey, der hält eine Menge aus, Alter, sag ich euch. Dauerschweif. Boah, wie viel der aushält. Gibt's ja nicht, ey. Alter, ein ganzer Part, ey. Und ich dachte, ich hau den TVC auch noch mit rein. Was ist denn das hier? Schon 20 Minuten. Alter Schwede, wieso dauert denn der so lange? Der dürfte überhaupt nicht so lange dauern. Das geht gar nicht. Der hätte schon längst tot sein müssen. Wieso hältst du so viel aus, aber? Könntest du mal langsam jetzt mal aufhören hier? Mann, ich hab dir deinen Schweif jetzt auch schon abgetrennt, du Sack, jetzt stirb endlich. Stirb, du Sau! Naja, fick mich lieber hart. Der will nicht, Alter. Guck, das Wärmeeffekt ist vorbei, schon wieder. Wie der einfach nicht stirbt, ne? Da ist doch irgendwas faul. Oder? Stirb! Oh, Stöpsel wären so geil. Das ist doch nicht möglich, dass er so viel aushält, Alter. Da irgendwas stimmt doch hier nicht. Ne, guck mal Leute, der hätte doch schon längst tot sein müssen, das macht doch keinen Sinn. Au. Oh. Boah ey, der hält sich lange, sag mal. Nein! Und oh, guck mal, was ich wieder bin. Wieder so ein scheiß Weihnachtsmann. Schneemann. Lalala. Oh, ich bin gleich tot. Leute, Mayday. Wir haben ein Problem. Ich muss immer noch wetzen. Meine Güte, ey. Schon 25 Minuten gleich. Oh, nice. Geht doch, ey. Echt, Alter. Holy shit, ey. Der tankt eine Menge, sag mal. Holy. Ich dachte echt, da ist irgendwas faul, aber der tankt ja echt eine krasse, mega lange. Wow. Also, dass er so viel aushält, hätte ich nicht gedacht. Alter Schwede, ey.
Ja, Drachenältester. Oh, sorry. Was erwartet man, ne? Die dauern halt nun mal. Weil er ist ja ganz cool, wenn man halt nicht gerade so dumm ist wie ich und dann die ganzen Gift, die Giftwaffe vergisst oder Blitzbomben vergisst. Weil wenn sein Kopf kaputt ist, ist halt der Wind weg. Und wenn er vergiftet ist, hat er halt auch keinen Wind. Von daher sind Giftwaffen optimal gegen den Typen. Ah. Wir haben den ganzen Scheiß. Meine Güte, ey, das war... Boah. Ey, der hat erstmal einen ganzen scheiß Part in Anspruch genommen. Holy moly, ey. Was ein Sackgesicht. Heißes Getränke wieder mitnehmen, wieder die ganzen Megatränke mitnehmen. Ein Steak mitnehmen, meine Bettsteine wieder mitnehmen. So. Auf jeden Fall saven. Boah, ey, Alter. Der wollte es richtig wissen. Nee, nicht Spiel beenden. Aber wisst ihr was? Ich habe irgendwie Bock für den T-Rex gleich mal diesen Hammer hier zu benutzen. Weil, warum nicht, ne? Hier beendet mit. Warte, in Rot? Wieso in Rot? Ich habe doch alles. Da kommt hier aber noch was. Ich merke, keine Ahnung. Ja, ne, dann würde ich sagen, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir diesen T-Rex hier machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.